wenn du heute einen Film gucken willst. Oh, Entschuldigung, ich habe gerülpst. Können wir noch mal auf Anfang? Stehst du morgen auf, wenn ich dich wecke? Ich schreie sie ja. Irgendwie an. Das muss ich klauen, würde ich sagen. Na, dann sag dir das klauen, deutlich. Meckerst du morgen früh rum? Nein. Schreist du mich an? Nein. Was machst du, wenn ich dich morgen früh wecke? Aufstehen und nicht schreien. Und Zähne was putzen. Noch? Anziehen. Okay. Und Zähne putzen. Putzen. Indianer-Ehrenwort? Ja. Ich bin sehr gespannt. Also wenn das, hör mir zu, wenn das morgen nicht klappt und du dein Indianer-Ehrenwort brichst. Oh, dann bist du kein Indianer mehr, erstens. Dann können wir das nicht mehr machen. Das ist jetzt ein Versprechen von dir. Versprechen hält man, ne? Na, dann wollen wir mal sehen, ob das klappt. So, Kniestrümpfe. Pullover. Hose. Schlüpfer. Schlüpfer. Und ich gehe jetzt in die Küche. Ja. Na, klappt doch. Klappt doch einigermaßen. Mal 6. Es war 5:30, als wir da waren. Ich weiß. Oder 5:20 oder irgendwie so. Er hatte noch nicht mal irgendwas ausgepackt. Nur weiß ich nicht, wie es. Wo ist denn mein Hayumi? Das stimmt nicht. Ey, okay. Oh. Jetzt ist 6 Uhr. Sechs Uhr klappt also morgen. Oh, mir tut alles weh. Herz und Rücken. Oh, Mann. Heute wollen wir ins Auktionshaus. Dennis kommt mit, hat er gesagt. Mal gucken, ob er auch da ist. Nachher. Das werden wir erstmal sehen. Ah, gucken wir uns einen Kaminofen an für sein Haus. Häuschen. Brotboxenalarm. 1, 2, 3. 6 Uhr morgens in Deutschland. Wir sind alle schon auf Arbeit. Und wir können auch gemütlich hier rumsitzen. Ja, der Wecker ist schon da. Ja, bist du mal aufbauen. Weil du es sowieso nicht machst. Obwohl, bei dir bin ich mir nicht mal sicher. Du machst das wahrscheinlich so, ja. Warum mache ich sowieso nicht? Wenn man das ja eigentlich nie macht, wenn man sich das vornimmt, schlafen zu gehen, wenn man wiederkommt von Arbeit, weil man heute jetzt gerade im Moment so müde ist, macht man das ja eh nicht. Aber ich bin seit 2 Uhr wach. Seit 2 Uhr. Naja, also ist ja, jeder hat andere Hobbys. Ich habe keine Hobbys. Doch. Schlafen ist. Kann ich gerade überhaupt nicht nachgehen. Was heißt gerade? Seit 7 Jahren. Ich finde es ja ganz schön, wenn sie in meinem Arm liegt, ja, aber nicht, wenn sie so quengelt nachts.
und sich dann auf mein Gesicht immer legen will. Oder was ich auch nicht ab kann, ist, wenn sie in mein Gesicht atmet. Magst du sowas? Ich liebe es. Wenn jemand in dein Gesicht atmet? Mm. Ich finde das schrecklich. Dann kriegt man diese verbrauchte Luft. Diese warme. Ich glaube, das macht keiner. Ich gebe mir immer so Mühe, wenn die Kinder bei mir liegen, dass ich die nicht ins Gesicht atme, wo ich das selber so unangenehm finde. Das mache ich aber auch. Ja? Ja. Ich mache extra so. Das ist total anstrengend, so zu atmen. Ja, ich will den Kindern keine verbrauchte Luft geben. Wobei ist ja Quatsch, dass man verbraucht ja nicht den Sauerstoff, aber. Sondern, was verbraucht man denn? Naja, nicht alles, meine ich. Ist ja trotzdem noch Sauerstoff drin. Ja, ja. Was du einatmest, ist du nicht komplett sauerstofffrei danach, wenn du es wieder ausatmest. Das wäre ein Atem des Todes, wäre das ja. Dann atmest aus, das Kind atmet ein und kollabiert. So. Schläft. Mann, das ist so süß. Tja, so ist das da. Jetzt ist er wieder eingepennt. Seit 2 Uhr ist er wach. Und jetzt schläft sie wieder. Und jetzt müssen wir gleich los. Meine Frau läuft hin und her. So sieht der Morgen aus hier. Sie läuft hin und her und ich sitze einfach nur da. Jetzt müssen die Kinder wach gequält werden. Was eher für uns eine Quälerei ist als für die Kinder. Die müssen einfach nur aufstehen. Wir müssen es nur schaffen, sie zum Aufstehen zu bewegen. Das ist Quälerei für die Eltern, nicht für die Kinder, auch wenn es den Kindern im Moment so vorkommt, als wäre es andersrum. Okay, aufstehen. Morgen, Anu. Kalender. Kalender, Länder. Die Hand geht schon hin. Fertig? Ja. Na komm, Jacke. Jacke. Sehr schön. Und der Tuch. Auf alle Fälle ein Tuch. Es ist kalt, es wird Winter jetzt. Ja, das wird doch nicht. Papa seins. Guck mal, Dennis ist da. Moin, hast du was frei? Nichts frei. Okay, okay, dann werden wir. Aber haben wir nicht mal ein Auto? Ja, das ist. Ein Schuckel. Wunderschön. Oh, herrlich. Das ist ein Fenster. Fenster habe ich da auch noch da. Umsonst? Umsonst oder? Oder eine Sackkarre, nee, raus. Geh mal hier ins Krankenhaus, Neukölln. Oder? Geburtskrankenhaus Neukölln, ja. Jetzt kommen da schöne Eigentumswohnungen rein. Ganz schön. Ich nehme die Villa hier. So. Die Kommandantenvilla. Obwohl ich die eigentlich hier ja nicht mehr so schön finde. Wenn du hier nebenan diese Senioren-Sterberesidenz hast. Jo. Das sieht ja nicht so toll aus. Ja, da fällt aber öfters mal ein Stück Fleisch ab. Wa? Irgendwo müssen die Senioren ja hin. Naja, Fleisch ist klar. Boah. Peter Müller, was macht der denn für Sachen? Na, Mann, ist schon krass, was der für einen Wendekreis hat, wa? Also wirklich, das ist ja dann doch ein relativ langes Gerät. Na gut, die Länge macht's ja nicht. Das ist ja nur Zugmaschine.
Wenn, dann kriegst du eine Zugmaschine und dann musst du den Schwenkbereich beachten. Aber dann räumst du hinten das Haus ab. Der wird dann einfach nur noch rumgeschoben. Der nächste Defender von uns, der hat einen wesentlich größeren, oder? Du kannst auf der Kreuzung wenden mit dem Ding. Mit dem Defender? Ja. Nee. Ach, jetzt hör auf. Nee, wenn du Platz hast, aber ich sag dir, der LKW gerade. Der hat ja auch Platz gehabt. Der braucht natürlich auch. Der von gerade ihm, der hat einen kleineren Wendekreis als ein Defender. Das ist kein Scherz. Ja, bei Bayer hatten sie nichts. Also. Doch, wie ist der Watzel da hatten? Und zwar so ein Gerät. Nein, jetzt sagst du. Hast du die Füße hochgestellt und so einen Griff gehabt und hatte den. Ja, riddel. Das wäre jetzt genau das Richtige für dich. Ja, da wäre wahrscheinlich die Bandscheibe komplett auseinandergefallen. In ihre Einzelteile, also ding. Bis auf den Beethoven haben sie es gerade zugemauert. Zu Sarkophagt. Die Leiche klauen? Ja, naja, haben sie doch schon ein paar Mal versucht, irgendwie auszubuddeln oder so. Das war doch Beethoven. Ja, bei Charlie Chaplin haben sie das auch gemacht. Ach. Da haben sie, nach seinem Tod, haben sie einen Erpresserbrief geschrieben, irgendwie, wir haben ihren Mann und fordern so und so viel Lösegeld. Dann haben sie halt die Leiche geklaut. Ja, und dann haben sie auch eine riesengroße Betonplatte auf das Grab gepackt, damit das nicht nochmal passiert. Auf alle Fälle laut muss es dann sein. Ja. Ja, früher gab es ja interessante Selbstschussanlagen auf den Friedhöfen. War so eine Flinte mit einem Stolperdraht, der dann die Beine weggeschossen hat. Interessant, ja. Um für Nachschub für den Friedhof zu sorgen oder warum? Naja, um Grabräuber abzuschrecken. Gehen auf den Friedhof auch, um zu gedenken. Und haben dann vergessen? Ja, das kann natürlich nicht. Mann, Alter, der arme Flo, der ist ja wahr, der kann nicht mit den Geräuschen in dem Haus, kann der überhaupt nicht ab. Der ist, der kann das ja nicht ordnen, der kann das nicht zuordnen, der kriegt eine Panik, der rennt in den Flur. Oder, ey, kannst du machen, was du willst, kriegst du nicht raus. Ist ja auch ein Findelkind, der, also ist ein Wunder, dass er noch nicht tot ist. Bei dem ganzen Stress. Ja, und Alter, wie. Das ist ja eine Brücke. Ja, gucken wir doch mal. Auf meine Keller gehen. Du? Ja, genau, Alter. Entstanden oder was? Ja. Ja, der Haken ist gut. Das ist ein Haken an der Sache. Mann, das tut ja hier schon so weit. Alter, ich muss den Rahmen hier holen sollen. Das ist schlecht. Hab ich dir doch gesagt? Naja, hab ich nicht dran gedacht. Ich kenne da nicht gleich, ich wundere, dann denke ich mal gut. Na los, zeig mir mal was. Moin! Machen wir kurz im Keller. Da ist er wieder hoch. Ey. Hast du deine Sachen schon rausgeholt? Nee. Was machen die jetzt, oder was? Mann. Naja, wenn das nicht feucht ist. Was sind das für Geräusche, oder sitzen die hier in meinem... Da haben sie bestimmt schon mitgenommen hier, ja. Ist ja keiner, was das Erdbeer ist, oder?
ja schlimm. Naja, aber wir sind zu spät gekommen. Na, um Gottes Willen, das ist schwer zu holen. Mann, Mann, Mann. Schlimm, du kriegst Herzschmerzen in dem Keller. Ganz schlimm. Warst du schon mal hier, wa? Aber ihr habt einen Trick beim Tor, wa? Oder was? Naja, mittlerweile nicht mehr. Ja, der Trick beim Tor ist, den richtigen Schlüssel dabei zu haben. So, hast du ja, oder? Den hab ich. Tommys Lager. Geil, drin, wir haben eine Garage gefunden, ja. Das ist YouTube-Video ever. Tommy hat sein eigenes Lager wieder gefunden. Verkaufen? Ja, nicht mein Netz, aber das kommt ja. Ja, soll ich die wegnehmen oder nicht, dass sich die Leute beschweren oder? Die nehmen wir mal besser mit. Ja, ein Konvolut von antiken Vasen. Sind aber bei Angie vorbei oder bei Claudia oder sind das in Claudia? Das muss immer erstmal Bernd. Viele Leute, die finden, ach, das ist doch alles nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch bloß. Ich meine, Angie ist doch nicht da. Ach! Braucht er sich das? Also braucht er das nicht? Oder? Ja. Offensichtlich nicht. Das ist Claudia. Gucken wir mal. Jo, schon mal hier unterwegs sind. Wir offerieren jetzt Vasen. Muss man mal dazu sagen, wir sind moderieren. Wir offerieren jetzt wunderschöne Keramik. Genau, da bin ich jetzt noch Marin Gilzer. Die wird offeriert? Ja. Mit einem Handzeig? Mal die Wohnung da ankicken, wenn die noch zu haben sind, von Angie oder so. Dass ich abgeben soll. Na, ich bin da raus, ich hab damit nichts zu tun. Mann, ja, aber das muss auch alles schneller erfolgen. Das, ja, ist doch keine, das ist doch schon eine Woche, ist viel zu lange. Du, das ist ja schon länger her. Naja, aber das ist normalerweise, ist, wenn da nur ein Gerücht in der Welt gesetzt wird, du, dass hier eine Wohnung frei wird, dann muss. Soll ich das? Zack. Sollte man diese Vase mitnehmen? Als nee, die noch nicht, vielleicht irgendeine andere. So. Nicht mal das tiefste Modell? Naja, das liegt im Auge des Betrachters. Aber ich weiß nicht. 8 Vasen. Nee, hier so, ja, von Scheurich. Scheurich. Nach Scheurich ist, klingt nach Pfennig. Scheurich ist gut. Hey, das sind die ganzen bekannten Dinger von damals. 8 Vasen und ein Spiegel zusammen 40 Euro. Da gehen wir mal hin. Schau mal. Zu operieren. Ja, ne? Was? Deswegen steht es ja auch drauf. Ich habe gehört, dass du im Auge das betrachtest. Dankeschön. Scheußlich ist scheurig. Scheurig ist scheußlich. Ja, scheurig ist scheußlich. Aber für eine große Sonnenblume ist das doch schön. Bernd mag doch Sonnenblumen. Oder? Mag er nicht. Ich habe an nichts Gutes gedacht, wie ihr zusammen da runtergelaufen seid. Gleich bald. Wie, nein, die kommen nicht von da. Um Himmels Willen. Nein. Die hab ich alle mal gekauft. Aber das ist Jahre her. Also die sehen bestimmt jetzt auch schon aus meinem Lager. Da habe ich die abgeholt. 8 Stück habe ich davon und einen Spiegel. 8 mal dieselben? Nein. 8 diverse. Natürlich. Ausgefallene. Also nicht so was da. Nee, das ist ja von der Stadt. Farblos und. Ich hab auch was Ausgefallenes. Ich komm grad zur Tür rein spaziert. Wie, Bernd oder wer? Jetzt aus dem Keller oder? Bernd kommt zur Tür rein spaziert. Boah, das ist echt ja, aber verkäuflich, das ist doch das Ding. Und bring ein bisschen Farbe hin. Du kannst dir die anderen angucken, wir stehen ja hier vorm. Die kommen alle aus meinem Lager. Um Gottes Willen nicht daher, da ist ja nichts zu holen, da kannst du ja eine. Doch, eine Lungenvergiftung. Eine Lungenvergiftung, ja, ein Pilz kannst du haben. Ein von vielen diversen Pilzen. Boah, wohin damit? Schnell verkaufen. Willst du haben? Alle zusammen mit dem Spiegel 40 Euro.
Na gut, an, machen wir. Mit den Geflammten hier, das ist schon geil. Machen wir. Dann bringen wir sie dir rein. Also Rinder mit. Service wird hier groß geschrieben. Ja Gott. 50 Euro ist ja kein Geld. Ist ja kein Geld dafür. Und verkauft, die ist sogar signiert. Fertig, Mission abgeschlossen. Damit machst du auf alle Fälle. Also wenn du, und wenn du zwei Euro Vasen verkaufst, hast du das drin oder eben die eine gute. Also die ist echt. Die Orangenvase. Verkaufe ich dir. Mir? Ja, gut. Soll ich dir jetzt Geld borgen? Na, das wäre was. Gut, danke schön, ja. Ich danke dir, Tommy. Ja, bis dann. Ich komme auch nicht jeden Tag, keine Angst oder so. Na, mit so Sachen ist das noch okay, wa? Was ist das für Stühle? Halt die Stühle. Halt, halt, halt! Sind die gut? Achso, er versteht mich. Stimmt nicht. Skateboard, ja. Noch ein Skateboard hab ich doch. Die sind ja schön, wa? Also die Rollen sind jetzt nicht so doll. Na, die Rollen, also die Rollen selber schon, aber die Lava. So, was haben wir hier gefunden heute jetzt gerade noch? Euer Geschenk bekommen, ein Skateboard. Da ist es. Mal einmal abspülen. Ah. Einmal abspülen. Und einmal einseifen. Meine Frau hasst mich. Meine Frau wird mich hassen. Das Geld liegt in Neukölln halt auf der Straße, tatsächlich. Man muss es nur aufheben. So, ich putze kurz. Naja, haben wir gemacht. Skateboard. Kommt zur Deko im Keller. Wie alles. Alles nur Deko am Ende. Ja, ich freue mich. Ja, das ist ja wirklich tipptopp, war. Eine Schraube fehlt. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ein gutes Gerät. Ja, aus den 70er Jahre. 80er, würde ich 80er. Denken. Ja. Also würde ich denken, weiß ja, ich nicht. Ja, keine Ahnung, auf alle Fälle. Ich bin der Uni raus, aber es ist. Ich muss ja nicht unbedingt hier. California Sun. Auf alle Fälle. Das ist ein Original. Durch und das durch. Ist ein Original. Und, weiß nicht, Luca, Sie sind einer von 10 zufällig ausgewählten Besuchern. Jetzt Ihr 90s Geschenk einlösen. Oh, ey, mach okay, du, Nie wieder. Oh. Wie hast du schon mal gemacht? Nein. Hm? Ach, du hast heute schon mal reagiert? Nee. Ja, immer, klar. Ich meine, nie wieder wirst du ausgelost. Ja, komm. Das ist die einmalige Gelegenheit. Ach ja, um Gottes Willen. Ich habe einen Verfolger. Was? Ich habe einen Verfolger. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Nein. Ach so, da. Ein Follower. Ah, ach, bei eBay? Was? Kleinanzeigen. Was ist denn ein was wie? Na, ein Verfolger. Ja, was machen die denn? Er folgt mir, so ein Stalker oder so. Ich nehme an, ich habe einen Stalker. Einen digitalen. Digital Stalker, ja. Und ja. Warum ist der nicht? Da, wo du bist, ist der auch. Scheiße. Auch nicht schlecht, war. Das ist ja schon übelst lange her. Bestimmt 6, 7, 8, 9 Jahre. Ja, es ist irgendwie so eine komischen Spiele. So Rollenspiele, da fahren ja die Menschen übelst doof ab. Da kannst du deinen Charakter aufrüsten. Aber kannst du auch für Geld den aufrüsten. Und da hat er irgendwie in seinen Charakter wirklich reale 4.000 Euro reingesteckt. Und dann wurde ihm die Ausrüstung von seinem Charakter virtuell gestohlen. Also irgendjemand hat sich da eingehackt und ihm die Sachen geklaut. Und dafür hat er nun aber 4.000 Euro überwiesen, hat er bezahlt, real.
Und jetzt kommt da einer und hackt sich da ein und klaut diesen digitalen oder wie sagt man, virtuellen Charakter, seine virtuellen Sachen. Und irgendwie hat er das bei der Polizei zur Anzeige gebracht und die wussten überhaupt nicht, wie sie damit verfahren sollten. Internetkriminalität ist das halt, ne? So nennt man das dann oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja, tolle Ding doch, ey. Da klauen sie deiner Figur, die ja nicht existiert, die Sachen. Ja, wenn sich die Polizei schon mit so einem Scheiß auseinandersetzen muss. Naja. Na, ich hab doch 4.000 Euro bezahlt, ja. Naja, aber wie sollst du damit umgehen? Also ich meine, hat der wirklich Geld dafür bezahlt? Doch, hier kann man eine Knoblauchzehe gefunden. Ein Knoblauchzehe im Socken.